Moin! Im heutigen Study History Video schauen wir uns mal das konstruktive Misstrauensvotum etwas genauer an. Viel Spaß! Schauen wir uns also mal an, wo dieses konstruktive Misstrauensvotum im Grundgesetz steht. Während das Instrument der Vertrauensfrage in der Hand des Bundeskanzlers liegt, ist das konstruktive Misstrauensvotum ein Instrument des Bundestags. Im Grundgesetz findet es sich in Artikel 67, wo es heißt: Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muss dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen. Im ersten Schritt kann der Bundestag also dem Bundeskanzler das Misstrauen aussprechen und ihn abberufen, wenn er nicht mehr das Vertrauen des Parlaments genießt oder keine parlamentarische Mehrheit mehr hinter sich vereinen kann. Im gleichen Schritt muss aber auch ein neuer Bundeskanzler gewählt werden. Die Abgeordneten müssen sich auf einen neuen Kandidaten gemeinsam einigen. Hierbei handelt es sich um eine Lehre aus der Weimarer Verfassung, wo jedes Mitglied der Reichsregierung zurücktreten musste, sobald eine Mehrheit des Parlaments gegen ihn stimmte, aber niemand im Anschluss konstruktiv eingesetzt wurde. Nachdem der Bundestag einen neuen Kanzler gewählt hat, wendet er sich im zweiten Schritt an den Bundespräsidenten und ersucht dort die Entlassung des bisherigen Kanzlers. Das muss der Bundespräsident dann auch tun und im letzten Schritt wird der neue Bundeskanzler ernannt. Bisher kam es in der Geschichte der Bundesrepublik zweimal vor, dass von diesem Instrument Gebrauch gemacht wurde. Das erste Mal geschah das unter der Kanzlerschaft von SPDler Willy Brandt, der seit dem Jahr 1969 mit der FDP gemeinsam regierte und durch seine neue Ostpolitik im Jahr 1972 auf großen Widerstand stieß. Am 24. April 1972 stellte die CDU ein konstruktives Misstrauensvotum mit dem eigenen Kandidaten Rainer Barzel, welches jedoch knapp scheiterte. 10 Jahre später kam es zum zweiten Misstrauensvotum, diesmal gegen Helmut Schmidt, der ebenfalls als SPDler mit der FDP koalierte. Vor dem Hintergrund des NATO-Doppelbeschlusses und von Streitigkeiten innerhalb der sozialliberalen Koalition kam es am 1. Oktober 1982 zum konstruktiven Misstrauensvotum, welches der CDUler Helmut Kohl für sich gewinnen konnte und damit zum Bundeskanzler wurde. Übrigens stellte Kohl 2 Monate später die Vertrauensfrage und ließ diese mit Absicht scheitern, sodass es zu Neuwahlen kam, die seine Koalition mit der FDP bestätigen sollten. Weitere Informationen zur Vertrauensfrage findet ihr auf dem hier links eingeblendeten Video. Lasst gerne noch einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann war's das von unserer Seite. Tschüss!